Freunde, und willkommen zurück zu Doorways. Im letzten Mal haben wir diesen Hebel betätigt und ich war sehr überrascht, dass wir dort nicht umgekommen sind, weil ich dachte, das fliegt irgendwie gleich auf mich zu. Aber der Tag ist ja noch jung und wir werden jetzt sterben. Nein? Okay, gut. Ach ja, hier... Ach, diese Musik. Moment mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier sind ja oben Käfige. Und wohin führen die mich? Nirgendwo hin, weil ich zu klein bin und da nicht ankomme. Aber es sieht interessant aus. Ich würde gerne die Fackel ganze Zeit anhaben. Dann könntet ihr mehr sehen und ich vor allen Dingen auch. Ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne. Egal. Ich könnte den Bildschirm einfach ausmachen und kommentieren. Und ein paar gruselige Soundeffekte drüber spielen. Und das wäre das Gleiche. Okay. Yes! Da ist noch was. Einfach drüber springen. Und wir springen und springen und werden nicht gekillt. Ja, ich fühle mich ein bisschen wie der Indiana Jones, aber das ist okay. So. Machen wir die Maus ein bisschen langsamer. So. Jetzt muss alles passen. Was haben wir mit dem Hebel betätigt? Aha. Aha. Ja, Moment mal, hier waren wir doch. So, ein bisschen Feuer. Und der nächste Abschnitt. Gut. Das ist gut. Ich habe gelesen, wir haben Chapter 1 und Chapter 2. Das ist schon mal Chapter 1. Mal schauen, wie lange Chapter 1 geht. Dann können wir ungefähr abschätzen, wie lange dieses Let's Play gehen wird, falls das Spiel so richtig geil ist. Oh, oh. Ja, keine Ahnung. Okay, ich muss das merken. Zuerst steht da Sadie. Sadie will wissen, wie spät es ist und guckt auf seine Uhr. Sadie hat dann auf seine Uhr geguckt und will essen. Er merkt, es ist Essenszeit. Das sieht aus wie eine Gabel. Es ist Essenszeit und er hat nichts im Kühlschrank und frisst seinen Vogel Petri. Genau, sieht aus wie so ein Vogelkäfig. Okay, Sadie will wissen, wie spät es ist Essenszeit und dann frisst er seinen Vogel Petri. Okay, alles klar, so kann ich es mir merken. Aha, siehst du? Sadie will wissen, wie spät es ist. Sadie sieht, dass es Essenszeit ist und Sadie will sein Vogel essen, Petri. Und nochmal das Ganze. Sadie will wissen, wie spät es ist, hat Hunger, isst sein Vogel. Oh oh. Und hier müssen wir springen. Huh. Da bin ich ein bisschen stolz gerade, dass ich das sofort bemerkt habe. Also gecheckt habe, das Rätsel, das auf mich zukommen wird. So. Ah, ich dachte schon, was leuchtet da unten so. Aber es ist nur die Box. Und die Katze schläft daneben. Toll, toll. Und ich dachte, ich mache dich glücklich mit einer Box. Nito ist einfach keine Katze mehr. Nito ist einfach keine Katze. Ich glaube, er vergisst How to Cat. Ja, ab und zu. Was war das? Ist es jetzt offen? Da ist etwas. Das möchte ich haben. Ich habe keine Ahnung, ob es mir weiterhilft, aber ich will es haben. Weil wir ja so ein kleiner Indiana Jones sind. Da geht's Richtung Tod. Das möchte ich nicht so haben. Nein, danke. Hopp, 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 hopp. Sadie, Sadie isst seine Uhr und geht dann in seinen Käfig. Genau, so merken wir es. Sadie isst seine Uhr. Sadie isst seine... Uhr. Und geht dann in den Käfig. Ja, super, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Moment mal. Sadie isst seine Uhr in den Käfig. Sadie... Scheiße. Scheiße. Warte. Kann ich da jetzt einfach drüber springen? Sadie ist... Wir müssen jetzt auf... Ist... Seine Uhr. Und will in den Käfig. Ich fühle mich ein bisschen wie jetzt so bei Dora the Explorer. Okay. Das ist der Käfig. Das ist Sadie... Ist... Seine... Uhr. Und... Geht dann in seinen Käfig. Okay, danke Sadie, dass ich dich... opfern darf. Für meine Eselsbrücken. Hallöchen. Na, schöne Frauen. Die waren gerade nackig, oder? Oh Gott. Wenn das meine Mutti sieht, was ich hier spiele. Und da richtet sich schon meine Freundin auf. Und bald eine Faust. Das war nur ein Videospiel. Die sind nicht echt. Hast dich gestoßen? Tja, das lässt mir Zeit, um zu flüchten. Geht's gut oder muss amputiert werden? Ich habe hier irgendwo hier einen Schlüssel. Kannst amputieren lassen. So, was ist hier jetzt aufgegangen? Irgendein Käfig oder so. Amputieren. Amportieren.
Was heißt denn eigentlich, wenn ihr zum Beispiel einen Hund amputiert? Ein Hund? Apportiert. Was? Apportiert? Apportiert? Das klingt ja voll bescheuert. Apportiert. Nein. Wie? Apportieren? Amputieren. Apportieren. Apportier. Das kommt mir irgendwie voll gerade falsch vor. Apportiere. Okay, sorry. Is this just my imagination? Perhaps now I should add. Or is it a figment of the broken memory of this maniac? Ja. Achso, ich muss weiter drücken. Ach, weh, nächste Seite. Could the background of the tortured and murdered victims of this chamber have something to do with it? They were accused of witchcraft. Maybe something esoteric tainted their souls. And now, hundreds of years later, I'm being poisoned by their curse. Ja, das kann sein. Das sind schon gute theoretische Gedanken, die du hast, aber ich drück mal auf W. This line of thought made me remember one of the details of the investigation that brought me to this place. A girl had gone missing in the proximity of these woods. Girl, that's an unfortunate teenager that, after some inquiries, I linked to Wiccan practices. Okay. Had she been kidnapped and tortured to pay for her heresies? Ich weiß es nicht, aber ich ärgere mich gerade, dass ich jetzt nicht gesehen habe, dass man mit W weitermachen kann. Und wahrscheinlich habt ihr es im Part da gesagt, aber dieser Part wird direkt nach dem letzten aufgenommen. Tut mir leid. So genau, wir haben jetzt was aufgemacht. Das reicht doch wohl jetzt hier. Jetzt können wir doch mal... Wow, 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 wow. Sedi, Sedi, Uhr ist Vogel. Was? Sedi? Okay, okay, warte, wir brauchen eine Eselsbrücke mit Sedi. Sedi kriegt plötzlich einen Zwillingsbruder. Guckt auf seine Uhr und es ist doppelte Essenszeit und Sedi isst dann den Käfig. Okay. Sedi? Und Sedi? Guckt auf seine Uhr und sieht, es ist doppelte Essenszeit und ist im Käfig. Ich lebe noch. Gut. Das ist sehr gut. Sedi. Sedi? Guckt auf seine Uhr. Und haut ab. Okay. Puh. Sehr gut. Das konnte mein Hirn merken. Was? Oh nein. Wir müssen. Oh, Sedi isst seine Uhr mit Gabel und Messer und... Oh. Warte, 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 das überspringt ja was. Ah, ne, der geht einfach so und dann wieder zurück. Ja, easy. Ja, easy. Easy. Wo geht's zurück? Hier? Okay. Sedi schaut auf seine... Uhr. Es ist... Essenszeit. Jetzt habe ich vergessen, geht das hier dann wieder zurück? Nein, okay, scheiße, es geht dann sofort zurück. Ich dachte, das blinkt dann nochmal da auf. Alles klar, alles klar. Ach, der Käfig. Der Käfig habe ich ganz vergessen. Sedi isst ja den Käfig. 8 Minuten schon, das kriegen wir hin. Sedi schaut auf seine Uhr und merkt, es ist Fresszeit. Dann isst er einen Käfig. Und tschüss. Ohne mich. Puh, wir haben es geschafft. Und noch einmal gestorben. Das ist gut. Ah! Oh, ich dachte schon, da kommt eine riesige steinerne Kugel auf mich zu. Aber gut. Mach auf jetzt den Scheiß. Yeah! Ich bin jetzt in der Hood. Und werde dir den Arsch versohlen für die 17 Leute, die du umgelegt hast. Denn das ist mein Job, den ich mir gemacht habe. Außer du bist irgendwie 2 Meter Monster, dann, geh ich weiter Briefmarken sammeln, okay? Gibt's hier drüben was? Tatsächlich einen Weg. Da können wir aber nicht hin. Okay. Tja. Dann schauen wir, was es rechts gibt und dann gehen wir straight weiter. Da. Hallo. Schaffe ich diesen Sprung? Moment mal, das teste ich jetzt mal. Yep. Ah, gut. Der letzte Schwung hat's gebracht. Okay, ich glaube, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Oder ist es ein Easter Egg? Ach, komm schon. Ich habe mein Leben riskiert. Ist ein Easter Egg, oder? Ist ein Easter Egg. Ist ein Easter Egg. Ach, scheiße. Scheiße.
Ja, super. Jetzt habe ich meine Reben geskippt für nichts. Ah. Gut, egal. Ich habe mir einfach bewiesen, dass ich es kann. Ah, ich habe nicht gepupst. Scheiße. Egal, das war eh nur eine Abkürzung. Aha. Eine weitere Notiz. Und hier geht's auch auf Page 2. Ich erinnere mich, dass ich große Relief hatte, als ich behind those sinister dungeons mit ihren dark halls und ihren whispers. Presence of those accusing, tortured souls was killing me at every step. I didn't do this. Once in the clearing, the tranquility of having found an exit was interrupted by the sudden notion of my finding me once again in the dark woods. Those haunting shadows were starting to drive me insane. Still, something kept me moving forward. I knew I was closer than ever to the place I needed to find. I was determined to discover the truth. Whoever was responsible would pay for the suffering he caused. Richtig. Er wird dafür bezahlt. Denn wir sind anscheinend irgendwie so ein Detective. Und bringen Leute um. Ah! Oh, 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 oh. Ich dachte schon. Ich dachte mir, irgendwie wird das hier ein bisschen zu dunkel. Wer flüstert denn da? Ach, etwa dieses gruselige Mädchen, das immer kommt, wenn ich nicht genug Licht habe und mich dann umbringt. Ah, ja. Oh Gott, ich habe zu lange überlegt, aber da ist schon die nächste Lichtquelle, das ist gut. Komm schon. Checkpoint erreicht. Sehr gut. Oh, hier ist das Haus, das mir auf dem Wallpaper schon so gefiel. Aha. Okidoki. Aber wir kommen da nicht rein. Wir brauchen einen anderen Weg ins Haus. Gut, Freunde. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. Die Parts sind kurz, aber die gehen dann so schnell gerendert, haben eine gute Qualität in 1080p und ich kann sie oft bringen. Und wenn dir das gefallen hat, ein Kommentar, eine Bewertung oder sonst was, keine Ahnung, schreib mir einen Brief und sag Danke oder sowas, keine Ahnung. Wird mir gefallen. Kannst machen, was du willst. Kannst auch vor Freude den Stuhl umdrehen und dich über Kopf draufsetzen. Mir ein Bild davon schicken. Das wäre auch ganz nett. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Harley.